Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind ein kleiner, gemütlicher Rahmen. Freut mich, dass ihr bei mir zuhören wollt. Mein Vortrag ist WordPress hilft, wie wir WordPress einsetzen als Informationsplattform in der ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten. Da ein kleiner Nachtrag vielleicht zu dem, was wir heute Morgen schon gehört haben. Allein schon das Wort Flüchtling hat schon so eine gewisse Konnotation mit dabei und wir Helfer, die wir an gar nichts anderes mehr denken, kommen schon mehr und mehr dazu, dass wir gar nicht mehr von Flüchtlingen sprechen, sondern von Geflüchteten, weil es nicht mehr so diesen bevormundenden Schutzcharakter hat. Man hat mir gesagt, nachdem das mein erster Vortrag in der Community ist, ich soll ganz kurz eine Kleinigkeit zu mir sagen. Ich bin der Markus Alese, ich bin aus Würzburg. Ich war früher selber Programmierer und habe gecodet und habe mein eigenes kleines CMS gehabt, mehr oder weniger für meine Kunden. Und als WordPress dazu kam, Seiten einzuführen, bin ich auf WordPress umgestiegen. Das müsste irgendwas um 2006 gewesen sein. Ich mache das heute nicht mehr. Ich bin ganz anderweitig beruflich tätig. Ich bin nur noch mehr oder weniger engagierter Anwender und kenne vielleicht die eine oder andere Sache noch aus der Vergangenheit ganz gut. Was ich noch mache mit Leidenschaft sind VHS-Kurse, weil ich natürlich mein WordPress toll finde und es weiter verbreiten möchte. Und es an meiner VHS in Würzburg Kurse gab zum Thema Typo und Joomla und alles Mögliche, aber kein WordPress. Also gibt es das seit ein paar Jahren auch in Würzburg. Und wir haben jetzt seit dieses Jahr, seit 2016, auch ein WordPress-Meetup in Würzburg. Das durfte ich auch ein bisschen mit anleiern, musste da auch ein bisschen getragen werden, weil was kam dazwischen? Die Geflüchteten. Sollte schon letztes Jahr losgehen, aber dann kam diese große Welle, wie man es ja nicht nennen soll, und dann wurde das Ganze verschoben. Und mein großer Einstieg war letztes Jahr auch im Rahmen dieses großen Zulaufs 2015. So, vielleicht erwische ich mal die richtige Taste. Das hier war mein Einstieg in die Arbeit mit Geflüchteten. So sah das damals aus. Ich habe euch das jetzt nur ganz kurz gezeigt, was war schon ein bisschen Privatsphäre, also nicht allzu muggelig, nicht allzu toll. Das war der Anblick von außen. Das ist das berüchtigte Zelt. Wenn ihr irgendwann nach Würzburg kommt und es ist die Rede vom Zelt, ist das hier gemein. Das war mitten in dem Wohngebiet aufgestellt. Man hat da in Hochzeiten knapp 200 Leute reingepfercht. Mit Außenbeleuchtung, das war ein Bierzelt, entsprechend laut war es innen und außen. Es waren knapp 4 Monate, die wir da gemeinsam verbracht haben. Sehr anstrengend. Aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig ertragreich. Weil durch die Bedingungen, die wir da im Zelt hatten, die ein bisschen speziell waren, was Hygiene dergleichen betrifft, sind wir insgesamt als Helfer, aber auch mit den Geflüchteten selber ganz eng zusammengewachsen. So, los ging es mit einem Infoabend der Stadt Würzburg. Da waren 150 Leute da und dann hieß es, wir brauchen irgendwie Unterstützung für dieses Zelt, das aufgebaut wird. Wer kann denn was? Es haben sich dann so kleine Arbeitsgruppen rausgebildet und ein Thema war davon Kommunikation. Und da habe ich mich dann angeschlossen, zusammen mit dem Freizeitbereich. Und unter Kommunikation lief dann auch, wir bräuchten bitte eine Internetanbindung für das Zelt. Das haben wir versucht über Freifunk zu realisieren. Und nachdem das eine sehr hohe Welle auch schlug in den Medien, kam kurz danach eine Anfrage, oh, wir möchten das gerne im Radio und im Fernsehen so ein bisschen pushen. Wie kann man da ansprechen? Dann stand ich als Ansprechpartner da und habe mir überlegt, wenn ich jetzt mit meiner privaten Mailadresse, die für alle Leute, die nicht aus dem IT-Bereich kommen, ein bisschen esoterisch klingt, ankomme, das klingt komisch. Ne? Du willst Leute, Bürger gewinnen, dass sie einen Internetanschluss zur Verfügung stellen und teilen und dann kommt so eine komische E-Mail-Adresse. Dann mein Gmx-Account war auch so ein Fun-Account, den ich für irgendwelchen Blödsinn war auch nicht so gut. Und ich wollte es auch gar nicht so mit meinem Namen verbunden haben, weil das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Es gibt ja nicht nur die mit ihren guten Gedanken, sondern auch ein bisschen andere Menschen noch. Und nachdem ich Vater einer Tochter bin, wollte ich die auch nicht irgendwie in die Bredouille bringen. Also haben wir einfach die Domain würzburghilft.de uns schnell geholt. Die war noch frei und haben die eingerichtet. Also konnte man dann ganz seriös sagen im Radio, jeder, der da mitarbeiten möchte, der unterstützen möchte, ihr könnt eine E-Mail schreiben an freifunk@würzburg-hilft.de. So hat das eigentlich ursprünglich mal angefangen. Und dann ging es auch noch darum, dass man da gleich, wenn man das schon mal macht, einen Mailverteiler einrichtet für die ganzen Arbeitsgruppen, die wir hatten, weil ständig irgendwelche Mailadressen vergessen wurden und falsch geschrieben wurden. Deswegen gab es am Anfang noch Freizeit at Würzburg hilft und Mobilität und die Kirche und dergleichen. Das war der ursprüngliche Anfang. Dann hatten wir diese komische Internetseite. Und wir hatten auch ein großes Kommunikationschaos. Ganz am Anfang, es gab wie gesagt die Arbeitskreise, die hatten auch einen Sprecher. Und der eine Sprecher hat gesagt, ja, ich mache da eine WhatsApp-Gruppe. Der andere hat gesagt, nee, wir machen das über einen E-Mail-Verteiler. Der dritte hat gesagt, ich bin zu alt für das alles, ich mache das mit Telefon. Ne?
Also da gab es ganz, ganz viele verschiedene Sachen. In meiner Gruppe, also in meiner Gruppe Freizeit, hatten wir eine WhatsApp-Gruppe. Da waren, glaube ich, 72 Leute am Ende mit drinnen. Und dann gab es noch eine andere WhatsApp-Gruppe, mit dem, die hießen dann die Zeltengel oder sowas. Das Lustige daran war, wenn du einmal morgens in die Arbeit bist, hast dein Telefon versehentlich da im Liegen lassen, kamst abends heim, hattest du dieses kleine grüne Symbolchen da und da war dann 832 drauf gestanden. Ich wusste, also ich hatte 832 Nachrichten an dem Tag verpasst. Das ist kein großer Spaß, vor allem wenn man die dann alle gelesen hat und gemerkt hat, 828 davon wären nicht wirklich nötig gewesen. Ne? Und so hat man am Anfang gemerkt, es geht wahnsinnig viel durcheinander. Es sind Informationen, laufen kreuz und quer, richtige Informationen, falsche Informationen. Es war ein großes, großes Durcheinander. Keiner wusste so recht, was der andere tut. Dann gab es so ein bisschen Zwistigkeiten, weil der eine Bereich was getan hat, wo die gesagt haben, das gehört eigentlich zu uns rein. Warum fahrt ihr Leute wohin? Zu einer Freizeitaktivität? Das ist doch Sache von uns, von Mobilität. Also alles so ein bisschen ganz krude und merkwürdig. Und daraus ist dann quasi die erste Seite entstanden, dass wir mal gesagt haben, wir packen mal zusammen, was gibt es für Arbeitskreise, was machen diese Arbeitskreise, wer ist der Ansprechpartner für den Arbeitskreis. Und auch da haben wir in der Regel gleich das so gemacht, dass wir mit E-Mail-Adressen über würzburghilf.de gearbeitet haben. Dass, falls sich ein Sprecher ändert, nur das einmal irgendwo zu mir kommuniziert werden muss oder zu meinen Helfern, und dann konnte man das anpassen. Man musste sie nicht merken, nicht mehr Martin Huber macht es jetzt, sondern Beatrix Müller macht das jetzt, ne? Und bis das sich wieder durchsetzt in alle Bereiche, vergeht viel, viel Zeit. Und deswegen haben wir gesagt, so, du schreibst einfach an freizeit@würzburghilf.de und hintenrum kümmern sich Leute darum, dass da immer der aktuelle Ansprechpartner ist. Ich zeige das mal ganz kurz anhand eines Beispiels mit den Arbeitskreisen, wie das gemacht wurde, weil ich hier schon das erste Plugin geschrieben habe. Ich bin so ein kleiner Fan von diesem Shortcodes Ultimate, weil ich das hier mit den Tabs ganz schön machen konnte. Wir haben versucht, uns mit den Texten kurz zu halten. Es gab auch mal eine längere Version. Irgendwann wird es dann auch mal zu viel. Und wir haben uns versucht, einfach in der Beschreibung klein zu halten, lieber den Kontakt in den Vordergrund zu stellen. Und dann spreche ich mit der Person einfach ab, ob das, was du tun möchtest, was du einbringen kannst, das Passende ist. Und so konnte man dann einfach sagen, okay, wenn ich mich interessiere für Mobilität, brauche ich da eigentlich einen Führerschein? Was passt da eigentlich rein? Nee, brauche ich zum Beispiel nicht. Wenn ich den Leuten erklären kann, wie funktioniert ÖPNV in und um Würzburg herum, reicht das unter Umständen vollkommen aus. Man muss nicht ein eigenes Auto haben. Und das war dann schon mal ganz gut, weil man einfach sagen konnte, alle Infos, die ihr habt, gebt sie einfach an uns weiter, an das Team, das die Sachen eingepflegt hat. Und dann hat sich das langsam so ein bisschen, man konnte immer sagen, ich weiß es nicht genau, aber schau mal auf die Webseite. Ja? Und vorher war immer, jeder wurde irgendwas gefragt und gesagt, ja, ich glaube, das macht der Hans und ich glaube, da musste so und hier musste da. Und über das konnte man das dann ein bisschen streuen. Ihr seht hier schon, das ist jetzt schon gar nicht mehr Würzburg, das ist schon Reichenberg, ein kleiner Vorort von Würzburg, wo wir das dann auch übernommen haben. Und das hat sich dann auch weiter verteilt in viele andere Landkreise. So, dann diese Fragen, die ich ja schon angesprochen habe. Es gab ständig Fragen. Wie ist denn das mit Spenden? Und dann musste man sagen, das kommt drauf an. Was möchtest du denn spenden? Und dann hat er gesagt, ich möchte gern Klamotten spenden. Oh, ganz schlecht. Das musst du eigentlich alles ins Rotkreuzlager bringen. Dann hieß es irgendwann Rotkreuzlager, nein, wir nehmen nichts mehr an, wir sind voll, wir sind zu. Das war auch so eine kleine Kuriosität in dieser Zeit damals, als die Bereitschaft zu helfen so groß war. Es wollte aber auch jeder partout seine Hilfe loswerden. Also weh, du konntest dich innerhalb von 10 Minuten auf Facebook oder so irgendwie sagen, du kriegst die Kleider da los, du kannst sie jederzeit abbringen. Wenn du geantwortest, du kannst Freitag von 16 bis 18 Uhr im Roten Kreuz abgeben. Was? Ich will helfen und jetzt müsst ihr auch das Zeug hier abnehmen. Also auch eine ganz kuriose Situation. Die Kleiderlager waren voll, dann haben manche Unterkünfte, die Platz hatten, begonnen, eigene kleine Kleiderlager aufzubauen. Auch da war es wieder, wie kommt man an die Sachen ran, also welche Unterkunft bietet was an. Das war ein großer, großer Wust von, in Unterkunft A kannst du Klamotten bringen, Freitag von 16 bis 18 Uhr, Unterkunft B nimmt gar nichts an und Unterkunft C kannst du bringen und wende dich bitte an den und dann managst du das privat, das landet bei dem im Keller und der holt es da raus und gibt es weiter. Und auch diese Sachen alle zusammen, da haben wir dann so eine sogenannte FAQ einfach eingerichtet mit all den möglichen Fragen, die es gab. Das waren ganz einfache Fragen. Kann ich auch was spenden, einfach nur Geld? Ja, kannst du hier zentral Spendenkonto. Und dann auch schon speziellere Fragen, wo man sagen musste, gehört vielleicht gar nicht in der FAQ rein, gebe ich gleich weiter an die Stadtverwaltung oder an den AK-Leiter, wie man das machen kann. Ich hatte hier eben das Beispiel mit dem Kuchen gebracht. Also Kuchen ist ja nur die Variable. Wenn du einen Tag hattest, wo es hieß, Kuchen darf gebracht werden in der Unterkunft A, dann kam es vor, dass
20 Stück Kuchen kamen. Jetzt haben da aber 60 Leute gewohnt. Das heißt, von 60 Leuten haben nur 20 Kuchen bekommen. 40 waren sauer. Ja? Dieses Sauersein hat sich vielleicht noch ein bisschen den Abend fortgesetzt und dann gab es irgendwie so einen kleinen Zwist und einen kleinen Streit, wo dann am Ende halt man sagte, naja, der hat heute Kuchen bekommen. Was haben sie gemacht? Es gibt keinen Kuchen mehr. Ja? Das heißt, was heute noch galt, dass du in Unterkunft A Kuchen vorbeibringen darfst, galt morgen schon wieder nicht mehr. Es war eine sehr stressige Zeit, das immer sehr alles aktuell zu halten, muss ich auch dazu sagen. Aber zumindest war es so eine kleine Hilfe, dass man sagen konnte, nee, wir versuchen mal alle die Infos, die wir haben, zusammenzuschmeißen. Und dann kann man gucken, wenn ich jetzt wirklich als Bäckereiinnung gerade mal 20 Kuchen und 400 Brötchen übrig habe, dann konnte man auf die Seite gehen, wer nimmt denn gerade noch Sachen an? Ja, und wenn gerade keiner da war, hat man noch hingeschrieben, schreibt da und dahin, vielleicht können wir irgendwie unter der Hand nochmal irgendwas machen für dich. Und das war eben eine sehr spannende Zeit. Ich habe da auch mal ein kleines Beispiel gebracht mit der FAQ. Na, konnte man schön über das Plugin auch steuern, was es alles für Fragen gibt, welche Bereiche. Und in der letzten Zeit haben wir das extrem rausgekürzt, aber zum Beispiel in den sonstigen Fragen, ja, auch eine sehr schöne Frage. Kann ich die Unterkünfte besuchen? Also jetzt ist ja der große Schwung so ein bisschen weg, jetzt wird die Frage nicht mehr so oft gestellt. Damals war das ganz, kann man da einfach vorbeikommen und reinschauen, wie es da so zugeht? Kann man tun, ist aber doof, ne? Weil die Leute leben da, die wollen ihre Ruhe haben, das ist schwer genug, mit so vielen Leuten im Zelt oder in so einer engen Unterkunft zu wohnen, dann auch noch Besucher rein, die wie so Zoo-Besucher da durchgehen und irgendwas anschauen wollen, geht so ein bisschen nicht. Ich persönlich fand die Frage ein bisschen dämlich, aber sie wird gestellt, deswegen haben wir sie hier einfach mal beantwortet. Das Thema Spenden war ein ganz großes auch. Die Leute waren ja gewillt zu spenden. Aber auch da wieder, in Unterkunft A waren nur junge Männer. Das heißt, wenn da die junge Mutti kam und sagt, mein Kleines ist rausgewachsen aus den Klamotten, ich habe heute hier zwei blaue Säcke voll mit Stramplern, nett gemeint, aber halt nicht wirklich hilfreich. Ne? Also man musste gucken, welche Unterkunft hat eigentlich welche Bewohner. Brauche ich Sachen für Familien? Brauche ich da Kinderwagen? Was ist eigentlich gefragt? Und auch das kommt man dann wunderbar schön auf der Seite auf, dass man geschrieben hat, wir haben die und die Unterkünfte und du kannst das und das da abgeben. Dann habe ich vorhin schon erwähnt, es gab ja diese kleine Spendenwut. Das heißt, wir haben auf unserer Seite stehen gehabt, in Unterkunft A wohnen nur junge Männer. Du kannst da gerne Deos vorbeibringen, du kannst da gerne Rasiersachen vorbeibringen. Strampler brauchen wir dann nicht. Und dann kommt das, ich habe aber gerade ein Catcar übrig, wo bringe ich das denn hin? Ja? Und dann muss man auch sagen, in der Zeit, die wir damals hatten, du hattest jetzt auch nicht wirklich Lust, dich um jeden Schmarrn zu kümmern. Es ist ja nett gemeint, dass jemand ein Catcar über hat und es unbedingt spenden möchte, aber wer hat die Zeit jetzt rauszufinden, wo, in welcher Unterkunft, die wir gerade betreuen, braucht irgendjemand ein Catcar? Deswegen haben wir uns das einfallen lassen, dass wir ein Formular gebaut haben für alle Sachen, die man da jetzt nicht haben konnte, wo man sagt, ich habe das und das. Wer kann das brauchen? Lief dann über Contact Form 7 einfach, was man schön in der Datenbank ja laufen lassen kann. Und dann konnten die Leute das eintragen, was sie haben. Es wurde in der Datenbank gespeichert. Am Anfang war es so, dass ich jeden Eintrag gleich per E-Mail an die AK-Leiter weitergeschickt habe. Bis die gesagt haben, tut mir leid, ich kriege am Tag 30 E-Mails von dir mit irgendwelchen Sachen, ich kann das auch nicht handeln. Ja? Dann haben wir da kurz umgeswitcht und gesagt, okay, wir machen quasi eine passwortgeschützte Seite und da kann man sich alles anschauen, was in irgendeiner Form gespendet werden soll und wer was braucht, soll da bitte einfach die Person kontaktieren und kann sich damit ja auseinandersetzen. Kurze Info von uns und dann nehmen wir es wieder raus. Ja, das war dann so der damalige Bereich mit Babysachen, Kinderwagen, sonstiges Spielzeug, Fahrräder, Sportsachen, Möbel und Freizeit. Das konnte man einfach aufklicken, auch das hier ist wieder mit Shortcuts Ultimate so ein bisschen sortiert und dann hat man die entsprechenden Angebote gesehen. Das sah dann so aus, vorhin kam die Reklamation, ist undeutlich, ist gewollt in dem Fall, weil da auch Personendaten draufstehen. Na, dann sieht man, das ist von der Xbox, die hier abgegeben werden soll, über Buntstifte, Plüschtiere und Frauenkleidung, Fahrradhelm für ein Kind, alles an Kleingusch, wo man sagen konnte, okay, du hast jetzt irgendwie mit Leuten zu tun, da hat das Kind ein Fahrrad bekommen, es wäre ja ganz gut, weil es irgendwie frisch in der Sache drinnen ist, es hätte auch einen Helm, steht zufälligerweise einer drin, Telefonnummer ist mit dabei, bitte melde dich doch da einfach und mach das mit der Dame in dem Fall klar, ob und wie du das haben kannst. So, das vielleicht größte Drama, das wir in der Zeit hatten, anfangs zumindest, und jetzt, wo es ich so groß mitbekommen habe, auch Gott sei Dank nur in Würzburg, waren die Helferanmeldungen.
Ich habe vorhin gesagt, bei dem ersten Infotreffen, wo ich war, waren 150 Leute da. Diese 150 Leute haben sich am Ende der Veranstaltung in eine Liste eintragen können, handschriftlich. Da hieß es dann, also wer möchte bei welchem Arbeitskreis mitmachen. Hier vorne sind so 4, 5 Tische nebeneinander. Auf jedem Tisch liegt hier für den Arbeitskreis Mobilität, hier für Kirche, dafür Freizeit, die Liste. Und dann treffen wir uns in einer Viertelstunde, der Arbeitskreis da und besprechen mal die ersten Sachen. Das heißt, die Leute sind hin, es gab Gedränge, ich muss mich schnell eintragen für den und ich möchte mich auch noch hier eintragen, weil ich muss danach schon wieder los. Anschließend wurde diese Liste kopiert und den Arbeitskreissprechern weitergegeben. Und wir sollten dann quasi uns da die E-Mail-Adressen raussuchen und die Telefonnummern und konnten mit denen arbeiten. Es wird keinen überraschen, wenn ich sage, die Hälfte der E-Mail-Adressen konntest du nicht identifizieren, weil es einfach undeutlich geschrieben war. Und dann hattest du nochmal wesentlich mehr Arbeit, das Ganze zu machen. In den Hochzeiten haben wir, also ich glaube, der höchste Tageswert, den wir irgendwann erreicht haben, als wir dann das Formular gemacht haben, waren 72 Anmeldungen. Und es war dann wirklich so, dass im Schnitt pro Tag 30, 40 Leute kamen, sich irgendwie anmelden wollten. Und dann hast du von irgendwelchen Infoveranstaltungen, die irgendwo waren, wieder diese handschriftlich kopierte Liste bekommen mit 30 neuen Leuten, die mithelfen wollen, wo du dir gedacht hast, hä, den habe ich doch schon zum dritten Mal gesehen. Ja, und zum dritten Mal ist eine andere E-Mail-Adresse drin, ich kann sie schon wieder nicht lesen. Manche Leute haben eine undeutliche Handschrift und du telefonierst hinterher, nur damit du irgendwann mal die Kontakte hinbekommst. Ich hatte das große Glück, dass ich diesen Seelenkummer in meiner Gemeinde berichten konnte, als es darum ging, dass unsere Gemeinde Geflüchtete aufnehmen wird. Kurze Erklärung, im Landkreis Würzburg haben wir ein rollierendes System, das heißt, dass nicht eine Gemeinde für ein halbes Jahr geflüchtet hat, sondern war immer so Zeiträume 6 bis 8 Wochen und dann ist es durch den Landkreis, durch die Turnhallen durchrolliert. Ob man das gut findet oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein, hat allerdings auch dazu geführt, dass wir dann quasi WordPress auch immer gleich mitverteilt haben. Und was wir in Reichenberg in meiner Gemeinde gemacht haben, wir haben an dem Abend des Infoabends, haben wir schon über Freifunk das Netz in der Halle gehabt, wo die Infoveranstaltung war und wir hatten hinten 6 Laptops, glaube ich, wo die Leute sich eintragen konnten. Da hast du gesagt, bitte Leute, hier ist das Formular gleich online, wer es nicht am Smartphone machen will, kann hier hinten die Laptops nutzen, da waren auch 3 Leute da für die älteren Leute, die das nicht selber tippen wollen und wir tragen es alles ein. Wir hatten am Ende von diesem Infoabend, glaube ich, 60 Adressen gesammelt, schön in der Datenbank hinten dran. Die Julia von der Gemeindeverwaltung, die das Ganze betreut hat, konnte es wunderbar auseinandersizieren über die CSV-Dateien und hat jedem Arbeitskreis eine schöne Excel-Liste, wie man es halt in der Verwaltung macht, weiterleiten können. Wir hatten ganz wenige Tippfehler drinnen und wir konnten relativ schnell mit E-Mail-Adressen losarbeiten. Das war eine sehr schöne Sache. Ich habe es auch hier mal geschrieben. Wie gesagt, wir hatten anfangs, im Schnitt waren es so 40 Anmeldungen am Tag und zu Hochzeiten, das Maximale, was mal war, waren in Würzburg 72 Anmeldungen am Tag. Und davon wäre mit Sicherheit die Hälfte irgendwie nachzuarbeiten gewesen. Und da haben wir uns in Reichenberg, glaube ich, ganz, ganz viel Arbeit gespart. Und war auch wieder etwas, was wir weitergeben konnten an die anderen Gemeinden, die bei uns nachgefragt haben, dass wir gesagt haben, macht es so. Und man konnte es auch wunderbar weitergeben. Und da ging das bei denen auch sehr, sehr einfach und schnell. Am Anfang haben wir das mit Plan So gemacht, weil man da so mehrseitige Formularen bauen konnte. Und es war schon gleich die Idee auch so ein bisschen da, wenn ich im Arbeitskreis Mobilität bin, ist vielleicht gut zu fragen, hey, welchen Führerschein hast denn du? Also hat der vielleicht sogar einen Personenbeförderungsschein? Hast du überhaupt einen Führerschein? Und dass man das so ein bisschen schon gleich vorsortieren kann, wer was macht. Aber da haben wir im Laufe des Formularbauens entdeckt, so ein Gespräch von Mensch zu Mensch ist manchmal auch nicht ganz verkehrt. Wir halten das hier so ein bisschen klein und nehmen uns da ein bisschen zurück. Und auf jeden Fall lief dann von dem Zeitpunkt an, also als es in Reichenberg lief, in alle anderen Gemeinden eigentlich auch groß weiter. Damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, das ist der Landkreis Würzburg. In der Stadt selber hat alles angefangen und dann wurde quasi diese WordPress-Installation, die ich da mehr oder weniger hatte, immer so ein bisschen weiter verteilt. Das Schöne ist ja, nachdem WordPress viele Leute kennen, ich musste gar nicht so wahnsinnig viel selber machen, ich musste nur sagen, dass wir es damit haben und habe denen mehr oder weniger gesagt, was wir da so tun und wie wir es tun. Und dann haben die es weitgehend selber installiert und alles schön selber aufgenommen, sodass es für mich relativ wenig Arbeit war. Ihr habt hier zum Beispiel, das ist hier Biber Ehren, das ist auch der Kontakt, über den ich hier eigentlich hergekommen bin, die das auch relativ einfach übernommen haben. Und gesagt haben, okay, was haben wir an Infos? Das ist noch relativ neu da. Das heißt, die haben noch nicht so wahnsinnig viel, aber man sieht schon, dass die Info zum Freifunk da, sodass die Leute wissen, es gibt in den Unterkünften, die haben, eine entsprechende Anbindung und die Leute können online gehen.
Das hier ist eine Seite, die ich sehr schätze. Da merkt man, da arbeiten richtig viele Leute dran. Das machen die in Weißenburg wirklich sehr, sehr fantastisch. Muss, glaube ich, auch was damit zu tun haben, dass WordPress sehr bekannt ist, dass die Leute damit umgehen können. Die haben richtig viel Inhalte drin, die haben alles an Terminen drinnen, wie man Helfer werden kann. Das ist eine richtig schöne und gut gelungene Seite, wie ich denke. Und wenn jemand in Weißenburg ist und sagt, ich würde mich da gerne einbringen in die Arbeit und würde da unterstützen, ist es, glaube ich, anhand dieser Seite überhaupt gar kein Problem, die Infos, die man braucht, zu finden. Es gibt noch ein anderes kleines Projekt in Würzburg. Das war am Anfang auch so ein bisschen das Problem. Es gibt so viele Infos, für wen sind die Infos wichtig? Es gibt Infos für die Öffentlichkeit, es gibt Infos für Leute, die helfen wollen, Infos für die Geflüchteten. Wie machen wir das denn? Das alles auf eine Seite zu packen, war ein bisschen schwierig, weil wir die Übersichtlichkeit dann nicht mehr so hatten. Und da ist dann auch das Projekt Refugees entstanden, wo wir gesagt haben, okay, hier ist alles, was für die Geflüchteten wichtig ist, packen wir hier so ein bisschen zusammen. Und die Lisa hat das dann auch ganz toll gemacht, hat das ein bisschen auseinandergedröselt. Und hier und da gibt es gar keine Infos mehr auf der Seite, sondern man wird einfach auf die entsprechende andere Seite weitergeleitet. Wir haben in Würzburg noch ein Wiki am Laufen für die Geflüchteten. Das wird gleich umgewandelt in verschiedene Sprachen durch die Geflüchteten selber. Und da versuchen wir uns gegenseitig so ein bisschen zu entlasten, dass nicht auf jeder Seite alle Infos gepflegt werden müssen. Ist ja Quatsch. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt, wer deckt welchen Bereich ab. Und diese Seite Würzburg hilft, deckt eben mehr so den Bereich die Öffentlichkeitsinformation ab. Wo kann die Öffentlichkeit hingehen, wenn sie helfen wollen? Da habe ich mal zusammengefasst zu meinem Standard-Setup. Für die FAQ habe ich das Responsive FAQ-Plugin genommen. Ist wunderbar einfach im Handling. Ich kann mit Shortcodes arbeiten und kann einfach sagen, wie ihr es vorhin gesehen habt, ich habe die und die Kategorien meiner FAQ und in Verbindung mit dem Shortcodes Ultimate kann man wunderbar schöne Tabs bauen und Akkordeons bauen, wo man das übersichtlich darstellen kann. Formulare nutze ich inzwischen nur noch Contact Form 7 mit dem DB-Plugin, dass ich es in die Datenbank reinlaufen lassen kann. Ich denke, das ist ein weit verbreitetes und bekanntes Plugin. Lässt sich wunderbar einfach handeln. Termine haben wir auch lange gesucht, was wir nehmen. Da haben wir gesagt, okay, einfach ist besser. Wir haben es einfach mit Eventlist gemacht. Das ist ein sehr einfaches Plugin, kann nicht wahnsinnig viel. Man muss dann der Optik ein bisschen nachfeilen, aber dann tut es, was es soll. Und die Mehrzahl der Leute kann wunderbar damit arbeiten. Habe ich hier erwähnt, fürs Auge Shortcodes Ultimate. Ich mag das, dass man da Sachen schön gruppieren kann. Und zwar auch eine Art und Weise, wie man es auch anderen Leuten, die nicht so viel damit zu tun haben, einfach mal erklären kann, dass die damit arbeiten können. Für die Nerven habe ich hier noch erwähnt, WordFence Security baue ich mit rein. Eine große Schwäche, und da kann ich jetzt so ein bisschen auf euch bauen, ist das Thema Kalender. Ich zeige das ganz kurz an dem Beispiel. So, ich muss jetzt hier, ich nehme nicht standardmäßig unseren, und nachdem unsere Unterkunft schon geschlossen hat, muss ich in die Vergangenheit gehen. Toll, jetzt glaubt ihr, wir haben nichts gemacht. Ne? Naja, auf jeden Fall haben wir hier TeamUp verwendet. TeamUp hat zufälligerweise extrem viel Ähnlichkeit mit Outlook. Das heißt, alle Leute, die da irgendwie kamen in der Firma, irgendwas mit Outlook machen müssen, konnte ich wunderbar einfach mit diesem Kalender arbeiten lassen. Connection failed. Okay, TeamUp möchte hier nicht erwähnt werden, glaube ich. WLAN das oder was auch immer. Vorhin waren die Termine noch da. Man kann hier in der Seite sehr schön sehen, es gibt die verschiedenen Kategorien. Cafeteria, Freizeit, Kultur, Kinderbetreuung, wo die ihre Termine eintragen konnten, dass wir verhindern konnten, dass ich sage, ich gehe jetzt mit meinen Jungs zum Fußball spielen, wenn aber gleichzeitig irgendwie ein toller Film angeboten wird. Na, da konnten wir uns hier wunderbar abstimmen und es ist vom Backend her so stark an Outlook angelehnt, dass sehr viele Leute damit arbeiten können. Wenn da jemand von euch ein schönes Plugin weiß, das ähnlich funktioniert, dass man es direkt mit WordPress lösen kann, bin ich dankbar für jeden Tipp. Dann habe ich hier auch notiert, wenn da jemand eine bessere Idee hat, kann man das gerne tun. Nochmal kurz zusammengefasst, WordPress ist sehr weit verbreitet, das macht es sehr angenehm, viele Leute können damit arbeiten. Wenn eine Dame von der Gemeindeverwaltung angerufen hat und gesagt, wir bekommen auch Geflüchtete, sie haben so eine schöne Webseite, können wir jetzt irgendwie auch machen, kann man sagen, ja, WordPress benutze ich dafür, habe ich schon mal gehört, kenne ich, eine Freundin von mir benutzt es selber, konnte man es wunderbar einfach erklären, warum das eine sinnvolle Lösung ist. Es ist von den Kosten her,
total angenehm. Man kann im Zweifel, wenn man will, auf dem billigsten Webspace für 1 € im Monat das Ding installieren. Wenn man weiß, ich habe ohnehin nur 4 Wochen die Leute mit der Turnhalle da, dann schauen immer viele Gemeinden auch aufs Geld, weil allein der Umbau und Anpassungen an Turnhallen immer recht teuer ist. Da würde man sagen, das ist irgendwie gar nicht allzu teuer. Und zum Teil habe ich es auch einfach auf meinem privaten Server mitlaufen lassen, weil ich wusste, nach 4 Wochen ist es eh wieder vorbei. Und dann, wie gesagt, die Bekanntheit ist es einfach, die es einfach macht. Wenn man sich im Vergleich dazu anschaut, wie das mit dem Freifunk läuft, was man da den Leuten erklären muss, wie ist die rechtliche Situation und wie funktioniert es und was ist da alles an Hokuspokus hinten mit dran, da hat man immer sehr viel Erklärarbeit. Wenn man sagt, nee, komm, als Infoplattform, nimm WordPress, wissen sehr viele Leute schon, was damit gemeint ist. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne her damit. Und wenn ihr einen Vorschlag habt für einen besseren Kalender, auch gerne her damit. Dankeschön. Jetzt haben wir wieder Strom. Die Aussage der Verbreitung von irgendwas. Ja. Kann ich die nochmal sehen? Die Karte natürlich. Ja. Da ließ mich dann gleich weiter. Diese hier, genau. Ja, das. Ich bin mir auch sicher, dass diese Karte gar nicht mehr aktuell ist. Weil es sich inzwischen rumgesprochen hat. Dass es funktioniert und wie es funktioniert. Also ich kann nur als Beispiel sagen, also in Würzburg hier. Zentral hat alles angefangen. Ich selber bin hier in Reichenberg und das hier nebenan, Gerbrunn. Das war ein kurzer Anruf vom Daniel, 5 Minuten hat er gedauert. Und dann hat er 3 Tage später mich angerufen und gesagt, magst mal draufschauen, ist es so okay, wie findest du es? Ja. Ich habe aus Hettstadt, das waren die Pechvögel, hier drüben, einen Anruf bekommen, so nach dem Motto, die Dame von euch aus der Gemeindeverwaltung hat gesagt, sie machen das, wir hätten das auch gerne, das und das waren unsere Gedanken, bin ich da richtig gewickelt. Also ich musste da nicht mehr viel machen, sondern die wusste selber schon im Prinzip, wie es geht. Die hatten dann Pech, dass 3 Tage vor dem Eröffnungstermin ist ihnen gesagt worden, dank der tollen Arbeit unserer Freunde in Österreich und Mazedonien, wir brauchen eure Turnhalle gar nicht mehr. Also da ist die Seite dann gar nicht an den Start gegangen. Und niemand muss sich bei mir melden und fragen, ob er es darf oder macht. Ich bin mir sicher, weil es gibt viele andere Landkreise, Gemeinden auch noch im Landkreis, die eine Unterkunft haben, dass die auch mit WordPress arbeiten, dass es sich weiter verteilt hat. Dass mich da aber keiner mehr ansprechen muss deswegen. Ja, weil ich weiß zum Beispiel von der Frau, die es bei uns in der Gemeinde gemacht hat, die könnte jetzt problemlos einer anderen Dame aus einer anderen Gemeinde erklären, wie es funktioniert. Wäre überhaupt gar kein Thema. Aber das ist so ein bisschen das, wo ich noch meine Finger mit drin hatte. Ich weiß auch von 2 Gemeinden, wo es im Einsatz ist, / war. Weil wie gesagt, wir haben dieses rollierende System. Die Turnhalle wird quasi vorbereitet für die Geflüchteten. Dann ziehen die ein für 6 bis 8 Wochen und dann wird die Turnhalle wieder geräumt, weil man keine Gemeinde über Maßen belasten möchte bei uns im Landkreis Würzburg. Von daher ist zum Beispiel jetzt auch in Reichenberg, ihr habt sie vorhin gesehen, aber die Seite ist momentan nicht mehr so ganz aktiv. Wir machen noch die Termine rein, die wir jetzt haben, weil wir uns quasi warm halten, unser Helferkreis. Falls wieder Leute kommen, falls wir wieder gebraucht werden, dass wir nicht erst wieder alles neu aufbauen müssen. Und wir versuchen auch ganz aktiv bei uns in der Gemeinde, ja klingt ein bisschen blöd, Geflüchtete anzulocken, aber wir haben durchaus gesehen, dass es eine sehr sinnvolle Arbeit ist, was wir da getan haben in diesen 8 Wochen bei uns. Und es gibt ein paar Leute, die haben Privatwohnungen und die sich da jetzt engagieren und dass wir einfach gucken, dass wir gerade was den Sprachunterricht betrifft, einfach da noch ein bisschen im Kontakt bleiben und sollte irgendwann doch mal wieder mehr Leute kommen und es sollte wieder so die Situation da sein, sind wir gewappnet und können gleich wieder loslegen. Die Frage war, ob es sowas auch im Landkreis Bad Kissingen gibt. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass neulich eine Anfrage aus Bad Kissingen wegen einem anderen Thema kam. Also es gibt da auf jeden Fall Geflüchtete, es gibt da auf jeden Fall den Helferkreis. Aber jetzt direkt an mich herangetreten, das sowas einzurichten, ist noch keiner. Aber das sehe ich eher als gutes Zeichen, weil ich
glaube nicht, dass man mich braucht. Wie gesagt, es verteilt sich, es ist einfach. Und auch alles das, was ich hier habe, habe ich auch schon anderweitig weitergegeben. Das heißt, jeder, der sich die Dinge installiert, hat nach 10 Minuten das WordPress am Laufen mit den Plugins und kann exakt das nachbilden, was eventuell auf Würzburg hilft oder auf Reichenberg hilft, Gerbrunn hilft, gesehen hat. Ich formuliere es andersrum. Es würde mich nicht, würde mich wundern, wenn da noch nichts am Laufen wäre. Und wenn nicht, sei doch du die Veränderung. Bring sie doch rein. Von mir? Nein, ich bin reiner Privatmann, ich habe keine Visitenkarte oder dergleichen. Bitte? Nein, ich bin ganz privat hier. Halte mich nicht für so wichtig, dass ich eine brauche. Kannst einfach info@würzburg-hilft.de kannst du mich erreichen. Noch Fragen? Sonst machen wir Feierabend für diese halbe Stunde. Danke.